Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Wir befinden uns, und damit auch mit dem vierten Teil, mit dem vierten Video, in Michigan, in Michigan und machen hier gerade die eine Holzmission, Holz für die Einheimischen. Da haben wir bereits in den letzten drei Folgen, sind wir da am Kämpfen. Es ist aber auch eine monströse Aufgabe, drei große Stämme, drei mittlere Stämme an einen anderen Ort und nochmal drei mittlere Stämme an einen anderen Ort, und wir sind jetzt hier in der allerletzten Lieferung. Das machen wir jetzt hier einmal mit dem Western Star, dem 49X. Und da schauen wir mal, wie der sich hier so schlägt. Ob das, auch ein schönes Fahrzeug ist. Wieder mit Schnellgetriebe. Wir brettern los. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so klappt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich einmal wieder bedanken für die ganzen Kommentare unter den Videos. Macht sehr viel Spaß, die zu lesen. Es sind ein paar gute Sachen auch dabei. Im Sinne von, im Sinne von, oh, das wusste ich noch gar nicht. Oder, hey, vielen Dank für den Hinweis. Oder gerade im Zusammenhang mit dem Video bezüglich SnowRunner 2.0, meine Wünsche und Ideen, dem kleinen Dreiteiler, den ich vor kurzem veröffentlicht habe. Ist da irgendwie der Reifen noch dazwischen? Der Stein noch? Nee, ist nicht. Und da kamen noch eine ganze Menge sehr interessante Punkte von euch in den Kommentaren, konnte ich lesen. Und ich dachte mir, es wäre doch ganz nett, wenn ich darüber ein Video selber mache, über eure Ideen. Und daher seid ihr jetzt nochmal aufgefordert, schreibt doch mal einen Kommentar zu euren Wünschen und Ideen, was man in SnowRunner alles besser machen müsste, um es noch besser zu machen. Es ist ein tolles Spiel. Und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, die bezogen sich darauf, hey, es ist halt einfach ein geiles Spiel, ich weiß nicht so richtig, warum muss man da noch irgendwas machen? Muss man nicht. Muss man nicht, aber man könnte. Und das ist doch das Interessante. Also warum nicht mal ein kleines bisschen fantasieren? Und das muss nichts Großes sein, wenn ihr sagt, ey, das wäre etwas, das würde ich gerne in dem Spiel sehen. Dann schreibt es unter das Video, Hashtag meine Idee. Und dann sammle ich das alles mal in einem Video und mache dann nochmal ein kleines Video draus mit euren Ideen. Und ich sage dann irgendwie nochmal zwei, drei Sätze zusammen, und am Ende könnte man auch zu Saber Interactive bzw. Focus Interactive, könnte man diese Videos einmal zusenden. Dann packe ich noch eine englische Transcription rein. Und vielleicht berücksichtigen sie ja ein oder zwei Sachen, wenn das Video auch die entsprechenden Aufrufezahlen dann am Ende bekommt, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie da nicht einfach sagen können, nö, es interessiert uns nicht. Dann werden sie sich das angucken. Muss nicht sein, dass sie da irgendwas mit reinnehmen, das ist natürlich klar, absolut. Aber ich sag mal, wenn man es gar nicht erst ausprobiert, dann wird definitiv nichts davon rein drinnen landen, ne? Ist natürlich auch klar. Also insofern, ich freue mich, wenn ihr da mal was dazu schreibt. In dem nächsten Livestream, jeden Dienstag, 19 Uhr, ich freue mich, wenn ihr auch da
mit dabei seid, da will ich unbedingt Snowrunner Time Runs machen. Ich bin immer noch unentschlossen, ob ich es groß vorbereiten soll. Oder ob ich sage, wir machen alles on demand. Zwischen 2 und 3 Stunden. Da kann man ja schon mal was reißen. Glaube ich. Zumindest. Das ist das Schade, finde ich. Das ist schade, finde ich. Dass in diesem Fall leider es keine Mod-Möglichkeit gibt, so dass man sagen könnte, hey, porte mich doch mal bitte dort und dorthin mit dem Fahrzeug, um da ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen grinden zu können, ne, dass man... Wow. Bruder. So aber nicht. Nicht jetzt hier auf der... mit der 7. Fahrt. Das hier ist die 7. Fahrt. Dann haben wir für die Aufgabe 7 unterschiedliche Fahrzeuge verwendet. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber das ist ja auch eine... eine absolut verrückte... verrückte Aufgabe. Und dann geht's dann hier nach der Aufgabe geht's erstmal wieder nach Österreich. Für wie lange, weiß ich nicht. Vielleicht eine Aufgabe in Österreich wieder und dann wieder eine Aufgabe hier. So ein bisschen hin und her switchen. Könnt ihr auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt gestern hatte ich keine Lust, das klingt ein bisschen hart, aber gestern hatte ich absolut keine Lust, irgendetwas für den YouTube-Kanal zu machen. Sprich, ich habe kein Timberborn gespielt, ich habe kein SnowRunner gespielt, ich habe keine Kommentare beantwortet, ich habe keine Filme geschnitten, ich habe keine Texte geschrieben und habe gesagt, weißt du was, ich daddel jetzt irgendein Game. Und im Livestream hatte ich es schon mal erwähnt. Ich habe ein bisschen... es war ein schlechtes Gefühl. Kurzer Ausschwenk wieder. Es war ein schlechtes Gefühl. Ich habe für 149 Euro bei Steam eingekauft. Muss man halt dazu sagen, da war jetzt auch Landwirtschaftssimulator als Year One Pass drinne. Der kostet ja allein schon 79 Euro. Aber es fühlte sich etwas erschreckend an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es doch schnieken viel Geld ist. So, kriege ich, wenn ich dich jetzt hier rannehme, das hier rausnehme? Oh nee, das geht gar nicht. Ach was, okay. Truck wechseln. Ich habe gedacht, dass wenn ich auch den Anhänger, der angekoppelt ist an dem Fahrzeug, in die Winde nehme, dass ich dann ebenfalls das Fahrzeug starten kann. Dem ist aber nicht so. Und dort habe ich mir ein paar Games gegönnt. Neben Landwirtschaftssimulator. Und zwar Factorio, das Add-on. Oder der DLC. Space Age. Bin ich... machen wir so. Bin ich super gespannt. Aber ich habe ganz große Angst, das Spiel zu spielen. Ganz große Angst, weil es so fürchterliches Suchtpotenzial beinhaltet. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Wir gucken mal, welche Mission oder Aufgabe wollen wir... Also Poolparty machen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz ins Vorgebirge.
Wo ist er denn? Oh, ganz da hinten. Oh, nee. Nee, nicht jetzt. Die ist perfekt. Die ist perfekt. Hier ist der Scout. Wir können alles nach und nach anfahren. Großartig. Das machen wir. Vielleicht schaffen wir das in 10 Minuten. Ne, hier müssen wir zurückfahren. Da können wir nicht. Aber wir fahren hier lang. Hier lang, hier runter. Genau, so machen wir das. Also da habe ich wirklich ganz große Angst, weil es ein fürchterliches Suchtpotenzial beherbergt, Factorio. Aber ich will es unbedingt spielen, deswegen habe ich es auf jeden Fall schon mal gekauft. Kostet halt immer noch 32 Euro, das ist ein Megapreis für ein DLC. Wobei man auch absolut fairerweise dazu sagen muss, das, was sie dort integriert haben von der Menge her, wow. Also, wow. Das ist quasi das Zwei- oder Dreifache von dem, was Factorio vorher hatte. Von dem Content, der dazugekommen ist. Also schon crazy. Aber ich habe auch Shapes 2 mir jetzt gegönnt. Ich habe Shapes 1 ein kleines bisschen gespielt und fand das eigentlich immer recht interessant. Schönes Puzzle-Geschichte. Und das habe ich gestern gemacht. Ohne Aufzeichnung. Weil ich mir echt nicht sicher bin, ob euch das interessieren würde. Wie ich da kniffe und so, weiß ich nicht. Kann ich mir gerade nur schwer vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe auch jetzt gerade einfach keine Muße. Und das habe ich dann dreieinhalb Stunden habe ich das gedaddelt. Und es macht Spaß. Haben sie schön umgesetzt. Ist ja auch ein deutsches Entwicklerstudio, wobei ich glaube, es sind nur ein, zwei, drei Entwickler. Also es ist ein ganz, ganz kleines. Ganz, ganz kleines Team. So, also jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Den haben wir. Wo sind die anderen? Dort ist einer und dort unten ist einer. Wir gucken mal, ob wir das mit dem Rumor machen können. Der ist halt Stock. Ich habe keine Ahnung, inwiefern die Reifen hier performen. Ja, man merkt schon, dem. Oh, nee, stopp. Hier, ne? Ja, genau. Also, das Schöne an dem Fahrzeug ist, dass der Achsabstand so groß ist. Ja, wenn man mit den Hinterreifen irgendwie, wenn man Vorderreifen im Matsch in so einer Pfütze drinne steckt, dann haben die Reifen hinten ja vielleicht da einfach noch Kontakt und schieben einen so in die Pfütze rein und umgekehrt, wenn man dann mit den hinteren im Möttgen drinne steckt, dann kommt da vielleicht nochmal. Wir fahren hier bewusst mal in den Matsch rein und der nimmt das echt gut. Also ich glaube, das sind sehr gute Reifen. So, wir fahren wieder zurück und nehmen dann hier die Strecke. Können wir jetzt komplett zurück, rückwärts hier durch die Flussschnellen
fahren. Ja. Also das ist selten irgendwie, dass eines der Season-DLC-Fahrzeuge im Stock, also mit Stock meine ich mit den Default-Werten, echt gut performt. Das ist selten. Vor ein paar Wochen hatte ich erzählt, Game of Thrones habe ich schön durchgebinged. War eine sehr geile Sache. So, jetzt hier wird es jetzt schon ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Und hatte schon erzählt, die nächste Serie wartet aber. Ich hatte mir Dr. House geholt. Und die gucke ich mir ebenfalls gerade sehr gerne an. Sind auch wieder 8 Staffeln, aber mit... Oh, jetzt muss ich passen. 15, 20, 25 Folgen, die auch 45 Minuten lang sind. Und Game of Thrones hatte eine Stunde so roundabout, aber dafür nur maximal 10. Also die ersten 6 Staffeln, meine ich, waren 10 und danach haben sie es drastisch reduziert. Und sind auch, das hat man gemerkt, inhaltlich hätten sie 10 machen können, haben es aber echt auf teilweise 6 Folgen in einer Staffel runtergebrochen. Aber Dr. House ist echt angenehm. Es ist mal, es ist schön, dass es nicht so ein Epos ist wie Game of Thrones und eher so ein bisschen, ja, leichtere Kost, ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, Game of Thrones ist natürlich keine schwere Kost im Sinne von, wie man das über manche Bücher vielleicht sagen würde. Aber es ist so, man musste auch dabei sein und musste sich das alles merken, welcher Vetter, wessen Neffe mit wie, warum geheiratet hat und da war es ein bisschen zu tief. Aber warte mal, ich will hier nicht... Ja, okay. Ich wollte nur nicht umkippen. Aber die Reifen sind große Klasse, der Motor ist auch leistungsstark und das alles dafür, dass das hier Default ist. Das ist schon... Sehr gut. So. Ja, genau. Wir fahren hier weiter, fahren hier lang, hier unten durch und dann kommen wir dort direkt an. Und halt auch einfach das Konzept. Also ich mag diese Form. Jetzt müssen wir hier mal ganz schnell zügig durch. Zügig durch, bevor uns hier durch das tiefe Wasser... der Motor kaputt geht. Ich mag dieses Konzept. Eine Folge, eine abgeschlossene Geschichte, aber dennoch eine overall Story. Und vermutlicherweise, nachdem ich Dr. House durch habe, dann wünsche ich es mir wieder genau umgekehrt, aber jetzt aktuell gerade ist das ganz nett. Aber man findet schon, oder ich merke zumindest schon, wie sehr ich daran hänge, die Geschichte des Verlaufs von, also die Main Side Story, wisst ihr? Also sprich, wie entwickelt sich Dr. House und so weiter. Und ich weiß, ich habe noch ganz viel im Kopf. Ich hatte sie ja, ob ich sie komplett geguckt habe, weiß ich nicht. Aber ich hatte sie sehr, sehr, sehr weit geschaut. Und freue mich da schon
auf die Parts. Und auch die Geschichten selbst erinnere ich mich auch teilweise dran. Ah ja, da passierte doch das jetzt und jenes mit der und der Person. Und trotzdem tut es nichts ab. Also ich habe trotzdem Spaß, das anzugucken. Ist auch wieder immer erstaunlich. Obwohl man die Geschichte schon kennt oder sich dann erinnert, dass man es sich trotzdem noch anschaut. Gut, ist natürlich auch ein bisschen anderes Level. Ist ja nicht so, dass ich die Geschichte jetzt frei erzählen könnte, sondern es ist nur... Ah, warte mal, da passiert doch jetzt gleich das und das. So. Das Lustige ist, ich rippe die ja mit meinen... Also ich habe die ja als Blu-ray gekauft. Und rippe die, damit ich sie einfacher auf meinem Rechner anschauen kann und nicht jedes Mal eine blöde Blu-ray einlegen muss und so weiter. Und bei dem Rippen ist dann die erste default ausgewählte Tonspur ist japanisch. Und ich habe aus Spaß mir dann mal nicht sofort umgestellt, also nicht, dass ich irgendwas verstehen würde, um Gottes Willen, aber ich habe das Gefühl, es gibt nur zwei Synchrosprecher. Es gibt nur einen männlichen und einen weiblichen, weil irgendwie die Männer klingen alle gleich. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie an der Sprache liegen würde. Weil, ja, kann ich mir irgendwie nur sehr schwierig vorstellen. Die Konstellation der Sprachen ist allerdings auch irgendwie lustig, ne? Lustig. Also es ist Englisch, Deutsch, ich glaube Spanisch, Italienisch und dann Japanisch. Das ist schon... Warum? Warum jetzt Japanisch? Was ist mit Türkisch oder sonst irgendwas? Was jetzt in Europa, meine ich, viel eher präsent, glaube ich, wäre. So. Meine lieben Freunde, das war es aber von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank. Der Earthroamer, der SX, ist ein sau schönes Fahrzeug. So. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und mit dabei seid. Und hier nochmal der kleine Reminder, jeden Dienstag 19 Uhr. Livestream hier auf dem Kanal, auf YouTube. Ich freue mich. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.